2010 wurde die Winterreifenverordnung in Deutschland bei winterlichen Straßenverhältnissen verschärft. Das heißt, bei Eis, Glätte, Schnee und Schneematsch sind Winter- und Ganzjahresreifen vorgeschrieben. In seinem aktuellen Winterreifentest hat der ADAC drei Reifendimensionen unter die Lupe genommen. Für Kleinwagen 15 Reifen der Dimension 165, 70, R14, für die untere Mittelklasse 16 Reifen der Dimension 205, 55, R16 und für kleinere SUVs 6 Reifen der Dimension 215, 65, R16. Von den insgesamt getesteten Reifenmodellen konnten 11 das Testurteil gut, 21 das Ergebnis befriedigend und einer das Urteil ausreichend erlangen. 4 Reifen sind im Test mit der Note mangelhaft durchgefallen. Die Testkriterien, nach denen die Experten bewertet haben, sind das Fahrverhalten bei Trockenheit, Nässe, Schnee und Eis. Außerdem sind das Geräuschverhalten, der Schnelllauf, der Kraftstoffverbrauch und der Verschleiß in das Testergebnis eingeflossen. In 165 70 R14T haben 3 Reifen gut abgeschnitten, Michelin Alpine A4, Continental Conti Winterkontakt TS800 und der Pirelli W190 Snow Control 3. Mangelhaft bzw. nicht empfehlenswert abgeschnitten haben EFI Plus E-Pluto 1 und Premiori Vio Maggiore. In 255 R16H haben 5 Reifen gut abgeschnitten, Continental Conti Winterkontakt TS850, Michelin Alpine A4, Dunlop SP Wintersport 4D, Goodyear Ultra Grip 8 und Nokian WRD3. Schlecht abgeschnitten hat der Syron Everest 1. In 215 65 R16 haben 3 Reifen gut abgeschnitten. Der Bridgestone Blitzsack LM80, der Dunlop SP Wintersport 4D und der Continental Cross Contact Winter. Schlecht abgeschnitten hat der Cailun Iceblazer WSL2. Die gesetzliche Mindestprofiltiefe für Winterreifen liegt in Deutschland bei 1,6 mm. Mit abnehmender Profiltiefe verschlechtern sich allerdings Haftungseigenschaften und das Fahrverhalten bei Nässe und Schnee deutlich. Der ADAC empfiehlt daher: Der ADAC empfiehlt für Winterreifen eine Mindestprofiltiefe von 4 mm. Unter anderem werden die Lamellen auf der Lauffläche deutlich weniger, wenn die Profiltiefe 4 mm unterschreitet. Auf der anderen Seite brauchen wir genügend Profiltiefe bei Schneematsch, um diesen verdrängen zu können und Grip zum Asphalt aufbauen zu können. In Österreich liegt das gesetzliche Profilminimum bereits bei 4 mm. Wer hierzulande frühzeitig von Sommer- auf Winterreifen umsteigt, liegt rechtlich auf der sicheren Seite. Laut Gesetzgeber muss ein Pkw-Fahrer eine witterungsverhältnissen angepasste Bereifung haben. Daher gilt im Volksmund für Winterreifen die O-Regel. Diese sagt: Winterreifen sollen von Oktober bis Ostern an unseren Autos aufgezogen sein.